Eins kann man festhalten, Arminia Bielefeld ist mit 34 Millionen Euro Gesamtwert die schwächste Mannschaft der kommenden Bundesliga. Aber ob diese Mannschaft was reißen kann oder nicht, um das geht's heute, denn wir sind Kaderanalyse bei den Bielefeldern angelangt. Ja, die beste Mannschaft in der Rückrunde der zweiten Bundesliga hat Mannschaften wie Stuttgart und Hamburg weit überholt und konnte sich auch wirklich verdient am Ende die Meisterschaft holen. Und mal schauen, ob sie so Union Berlin 2.0-like irgendwie diesen Klassenerhalt schaffen oder nicht. Also gehen wir in die Kaderanalyse, schauen, was die Mannschaft drauf hat. Und vielleicht sind wir am Ende ein bisschen schlauer. Bevor wir aber zur Saison 2021 gehen, ja, machen wir uns erstmal schlau und schauen uns die alte Saison an. 19-20, Meistersaison, wirklich verdient, nochmal wie gesagt. Und nehmen dann Informationen mit, die wir ja auf dieses Jahr projizieren können. Erstens natürlich die Aufstellung. 4-3-3 offensiv, so hieß die Aufstellung unter Urs Fischer. Feiere ich, wenn er die behalten würde. Würde ich aber nicht wirklich, oder ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er auf einmal eine Dreier-Vierer-Kette spielt. Also quasi dieses Fünferkette im Defensiv und Viererkette oder Dreierkette in der Offensivspielweise. Denn Bielefeld ist nicht mehr die beste Mannschaft der Liga und das heißt, man muss gegen stärkere Mannschaften eben sich fallen lassen und mehr Defensivarbeit leisten. Also nicht wirklich wundern, wenn es am Ende eine Fünferkette ist. Wir bleiben aber mit der 4-3-3, würde ich auch feiern, wenn ihr die Eier zeigt und diese Formation spielt. Und gehen wir erstmal zur Aufstellung. Das sind die Männer, die letztes Jahr so überwiegend gespielt haben. Es gibt natürlich einen und andere, die man auswechseln könnte. Aber so habe ich erstmal die letzte Saison die Aufstellung gesehen. Wir haben im Tor Moreno, wir haben auf der linken Seite Lukoki. Ich hoffe, ich spreche hier alle Namen richtig aus. Hoffentlich, wenn nicht, tut es mir jetzt schon leid. Wir haben die zwei Innenverteidiger Nilsson und Pieper und auf der rechten Seite Brunner. So, den Sechser bzw. das Dreier-Mittelfeld haben gemacht Prietl, Seufert und Hartl. Dann natürlich Vogelsammer und Klos vorne mit dabei und Soku auf der rechten Außenbahn. So, das sind erstmal die alten Männer sozusagen. Plus natürlich die Ersatzbank und so weiter, auf die gehen wir noch speziell ein. Wichtig aber, wen hat Arminia Bielefeld im Sommer eingekauft? Was hat man gesehen, wo man noch Verstärkung braucht? Und hier hat man einige geholt, denn alle ablösefrei erstmal. Wir haben Rizzo Doan ausgeliehen von Eredivisie PSV Eindhoven. Mike van der Horn, kennt vielleicht noch den anderen. Kommt von Swansea in die Bundesliga, der Holländer. Dann Nathan de Medina, Belgier. Rechte Verteidigerposition, Christian Gebauer, rechts außen, kommt von der österreichischen Bundesliga, von Altach. So, linker Verteidiger, Barrett Lawson. Und wir haben Noel Niemann aus 68 München, Sergio Cordova von Augsburg. Ja, das war jetzt im spanischen Akzent. Kennt natürlich auch die anderen. So, Prince Ose Owusu kommt auch von 68 München und noch ein Regionalligist, Wuppertal, der SV Joey Möller. Das sind die Neuzugänge bei Arminia Bielefeld, also einige, denn ja, man hatte gewisse Baustellen, die man füllen musste. Ich finde immer noch nicht so gut ausgefüllt, aber immerhin hat man sich bemüht. Ich meine, ihr müsst mal euch vorstellen, als Arminia Bielefeld jetzt groß transfermäßig argumentieren können, warum Spieler zu dir wechseln sollen. Trotzdem habe ich ein paar Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Ich gebe euch erstmal ein paar Informationen über die einzelnen Spieler und warum die in meiner Startelf bleiben. Und wir machen direkt dann auch hier diesen Switch, falls wir gewisse Änderungen in der Startelf haben sollten. Torwart Moreno. Ja, in der Jugend eigentlich schon bei Bielefeld gewesen. Vertrag verlängert bis 2022. Bleibt für mich die Numero Uno. Also man hat jetzt nicht so einen exzellenten Torhüter als Ersatz, dass man sagen muss, jetzt erstmal nochmal bedenken, wer als Erster auflaufen muss. Bleibt die Nummer 1 für mich und da auch weiterhin im Tor. Unsere zwei Innenverteidiger, Amos Pieper, allen voran beim BVB ausgebildet und ist für mich einer der interessantesten Spieler, in der armenischen Startelf. Wir haben U21 Nationalspieler, wertvoller, talentierter Innenverteidiger und ja, für mich eine Stammgarantie, denn ist auf jeden Fall talentiert und kann zu einem exzellenten Innenverteidiger werden. Kann vielleicht auch sein, dass er in Zukunft die Mannschaft wechselt, wenn Arminia Bielefeld nicht unbedingt nächstes Jahr weiter in erste Liga spielt. Links daneben Joachim Nilsson, jetzt das letzte erste Jahr bei Arminia Bielefeld ziemlich gut gewesen, gute Spiele gemacht, ein Tor und zwei Vorlagen. Da aber Mike van der Horn jetzt gekommen ist, eingekauft wurde von Swansea, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese zwei um diesen Innenverteidigerposition kämpfen werden. Also Pieper für mich erstmal gesetzt, das war klar. Und hier
könnte sein, dass Mike van der Hoorn eventuell den Stammplatz von Nilsson wegnimmt. Ich persönlich gehe mit Nilsson, da dieser letztes Jahr schon Erfahrung mit Pieper gemacht hat und diese zwei in der Innenverteidigung sich schon kennen und ja noch nicht diese Eingewöhnungsphase vonnöten ist. Und von daher, diese zwei Innenverteidiger, Nilsson und Pieper, sind für mich gesetzt. Gehen wir jetzt zur rechten Verteidigerposition. Cedric Brunner, 3 Assists und 2 Tore. Ja, gehört auch in die Startelf. Mal schauen, ob im ersten Liga-Fußball auch leicht fällt, sozusagen. Und wenn nicht, ja, dann hat man gewisse Probleme. Man hat dann nicht so einen erfahrenen Spieler. Man hat zwar einen Ersatz Nathan de Medina geholt, neu in die Mannschaft, 22 Jahre alt, schneller rechter Verteidiger. Aber da ist erstmal auch ein Fragezeichen, ob er überhaupt in die Mannschaft passt. Liegt im Erstliga-Fußball und so weiter und so fort. Aber für mich, Cedric Brunner gehört in die Startelf. Kommen wir zur ersten Baustelle in der Startelf von Arminia Bielefeld. Und zwar ist es die linke Verteidigerposition. Sowohl dieses, als auch die, also letztes Jahr, als auch die kommende Saison, finde ich, hat man keinen guten linken Verteidiger gehabt. Und hat man immer noch nicht. Man hat Lukuki letztes Jahr gespielt. Florian Hartherz musste zurück, wie viele andere ausgeliehene Spieler. Und von daher bleibt hier immer noch ein Fragezeichen, wer spielt jetzt nächstes Jahr von Anfang an. Wir haben natürlich, der Arminia Bielefeld hat natürlich geholt, Jakob Beryl Lawson, kann man nicht vergessen. Für den würde ich auch wirklich am Anfang jetzt Vorrang geben vor Lukuki, da erstmal ein neuer Spieler, wird er besser auflaufen. Du musst es so vorstellen, du hast einen Spieler, der jetzt nicht unbedingt der Beste war, du kriegst einen neuen. Warum probierst du erstmal nicht einen neuen aus, um zu sagen, hey, okay, Lukuki, du hast wieder Stammplatz dir verdient, denn mit Lawson hat es eben nicht geklappt. Also da würde ich auf jeden Fall Vorrang geben und schauen, ob er diese Linksverteidigerposition nächstes Jahr gut deckt. Und wenn man den Transfer-News momentan ein bisschen Gehör, ein bisschen schenkt, sucht Ostfischer eigentlich noch einen Linksverteidiger. Also da könnte vielleicht noch ein Spieler kommen. Würde mich aber jetzt wundern, wenn es unbedingt so ein Top-Spieler wird, der direkt die linke Verteidigerposition im Stammplatz für sich nimmt. Also da, meiner Meinung nach, unterbesetzt. Nicht ganz so gut. Kommen wir zum Mittelfeld von Bielefeld. Fangen wir mit der Defensive an. Mit Manuel Prietl, der die meisten Spiele letzte Saison gemacht hat und das auch 90 Minuten durch und das auch wirklich gut gemacht hat. Einziges Problem, einziges Manko, was ich habe, man ist wirklich nicht gut besetzt auf der 6. Also da würde ich gerne noch einen Spieler sehen, der die Mannschaft verstärkt. Nicht nur einen Spieler, den man als Sechser abhaken kann, irgendwo im Kader, sondern wirklich jemand, der auch Prietl ersetzen könnte. Prietl, ja, ein exzellenter Spieler, in der 4-3-3-Formation, gute Arbeit geleistet. Nächste Saison gehört für mich in die Startelf. Was passiert aber, wenn man jetzt formationstechnisch ein bisschen was ändert? Was passiert, wenn Prietl ausfällt? Und so weiter und so fort. Da ist jetzt ein Mann in Kontakt, oder Gerüchten Kontakt, Vasialidis von Paderborn könnte zu Arminia Bielefeld kommen, ist aber momentan noch ein Gerücht, also nicht zu 100%, und könnte vielleicht im Team passen, jetzt nicht unbedingt der defensiv stärkste Mann, da er jetzt auch offensiv mit Akzente setzen kann, von daher auch Fragezeichen. Für mich leicht unterbesetzt auf der 6, da würde ich mir auch gern noch einen Spieler wünschen. Und damit kommen wir zur zweiten Baustelle bei Arminia Bielefeld. Also erstens, leichte Baustelle, die Sechserposition unterbesetzt. Zweite Baustelle, neben Prietl und neben Hartl gibt es nicht diesen einen Mittelfeldspieler, wie ich es mir so leicht tue mit Vogelsammer, Klos oder wer auch immer, zu sagen, er gehört in die Startelf. Wir haben ein paar Kandidaten natürlich, die letztes Jahr gespielt haben, Jabo, Seufert oder Edmundsson. Und hier kommt es drauf an, wie Urs Fischer nächste Saison spielen möchte. Würde er die offensive Variante probieren, welche ich auf jeden Fall feiern würde, würde ich Edmundsson nehmen, der 5 Tore und 2 Vorlagen erzielen konnte und dabei die letzten 9 Spiele, also nach dem Restart, ja, verletzt gefehlt hat. Also wer weiß, welche Scorerpunkte noch da drauf gekommen wären. Also ein guter Offensivmann, wird jetzt aber so das Mittelding. Jabo ist auch ein Offensivstarker, kann aber auch natürlich die Defensive etwas verstärken. Kann auch natürlich in die Startelf mit rein nach Edmundsson. Und auf der Doppel-6 kann Seufert spielen. Also da tue ich mich momentan schwer, Edmundsson, Jabo oder Seufert. Das könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wer oder welche Variante ihr spielen würdet, mit welchem Mann. Von daher für mich auch Fragezeichen. Nicht unbedingt jetzt eine Baustelle, sondern wer
wird von Anfang an spielen. Und ihr habt einen Namen schon gehört, Hartl. Ja, Marcel Hartl, ganz wichtiger Spieler, Mann im Mittelfeld. Meine lieben Freunde, 13 Assists letzte Saison. Er serviert seine Stürmer, die Vorlagen, a.k.a. Steve Nash, wie im Basketball. Machen wir daher direkt weiter, da es zu Hartl eigentlich nichts mehr gibt als, ja, du gehörst auf jeden Fall in die Startelf, einer der wichtigsten Männer bei Arminia Bielefeld. Genau wie zwei andere im Sturm, also bleibt für mich auch nur noch eine Position frei im Sturm, denn im Angriff Fabian Klos 21 Tore und 10 Vorlagen, sowie Andreas Vogelsammer mit 12 Tore und 5 Vorlagen, haben für mich auf jeden Fall Vorrang. Vogelsammer auf der linken Seite oft gespielt. Man kann auch die Formation ändern in einer 4-2-2, wo Vogelsammer und Klos eben diesen Angriff leiten, beziehungsweise einfach die 4-4-2-Formation mit der Zweierspitze dort vorne stehen. Aber bleiben wir jetzt einfach mit der 4-3-3. Vogelsammer auf links, Klos auf der 9 und damit, ja, Fragezeichen, rechte Seite. Wer wird die besetzen? Suko letztes Jahr hat gar nicht so schlecht gespielt, 5 Tore, 5 Vorlagen. Aber nicht unter Urs Fischer unbedingt so ein Stammspieler, wo man sagt, okay, 90 Minuten spielst du auf jeden Fall 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Nee, also schon gewisse 90 Minuten Spiele, die man erwarten kann, sondern eher, ja, hier mal 60, hier mal 40, hier mal 30. Es war nie wirklich zu 100% so ein rechter Außenbahnmann, der die ganze Zeit gespielt hat. Somit kommen wir zu den Neuzugängen der Numero Uno, Christian Gebauer und Leihspieler Rizzo. Talentiertester, meiner Meinung nach, und wertvollster Spieler Rizzo. Dorn, der könnte ganz, ganz gefährlich werden auf der rechten Außenbahnposition. Ziemlich schneller Mann. Wenn er noch an seinen Abschluss wirklich feilen würde, könnte es eine ziemlich geile Waffe werden nächste Saison. Suko, wie gesagt, 5 Tore Vorlagen ist gar keine so schlechte Bilanz, aber mir ist halt aufgefallen, dass er nicht unbedingt ein Stammspieler unter Urs Fischer ist. Kommen wir daher zum letzten Mann, von Alltag gekommen. Und könnte vielleicht, ja, eine Riesenchance sein für ihn, für Gebauer. 5 Tore und 6 Assists in 31 Spielen und könnte eventuell nächste Saison von Anfang an spielen. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass eben Gebauer dort die rechte Außenbahnposition besetzt. Ob es jetzt in der 4-4-2-Formation passieren wird oder ob der in der 4-3-3-Formation oder ob gar eine andere Formation stattfinden wird, das müssen wir abwarten. Aber meiner Meinung nach gehören auf jeden Fall Gebauer vor Suko. Nicht unbedingt jetzt ein schlechter Spieler, aber genauso wie Urs Fischer sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass er die Mannschaft in der nächsten Saison der Bundesliga so krass bereichert, dass ich auf jeden Fall von Anfang an setze. Und damit seht ihr es eigentlich. So viele Veränderungen gibt es nicht. Es wird ein extrem hartes Jahr für Arminia Bielefeld. Kann mir sehr gut vorstellen. Wie die Prognosen zu den gewissen Positionen am Ende stehen, wartet einfach ab. Da kommt noch ein extra Video dazu. Hier geht es rein wirklich nur um die Kaderanalyse. Und von daher wünsche ich mir eigentlich nur von den Arminia-Fans, dass wir uns in den Kommentaren nochmal sehen. Kritisch als auch nicht kritisch. Ich bin für jede Meinung offen, habe ein Ohr auf jeden Fall frei und höre euch gerne zu und lese die Kommentare, was ihr da schreibt. Also, was hat da nicht gestimmt? Was würdet ihr sagen? Würde ich nochmal anders machen? Wo seht ihr ebenfalls Probleme in der Startelf? Ist es die linke Verteidigerposition, Sechserposition, rechte Außenbahn? Also man sieht's, eigentlich ist die Mannschaft fast identisch, läuft identisch auf in die nächste Saison rein und mal schauen, ob uns diese Mannschaft überrascht. Ich würde es auf jeden Fall der Mannschaft gönnen, dass man nicht direkt unbedingt nach einem Jahr wieder in die zweite Bundesliga sich verabschiedet. Wer es noch tut, ein Like, ein Kommentar, was auch immer. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Es sind nicht mehr allzu viele Mannschaften. Ich werde wahrscheinlich nicht alle schaffen. Tut mir leid, aber wir werden so die interessantesten, wo das meiste passiert ist, zum Beispiel bei Leverkusen, das Havertz weg, da kommen noch einige, sicherlich noch einige Spieler. Da werden wir noch auf jeden Fall eine Analyse raushauen. Aber tut mir leid, wenn jetzt eine oder andere Mannschaft nicht drankommt. Wir haben fast alle durch. Also, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ich war euer Ahmed. Ciao, ciao.